Ich heiße Macy und ich bin eine Goldschmiedin bei Meijin Vintage. Ich werde euch zeigen, wie man einen Art Deco-Ring aus den 30er Jahren restauriert. Dieser Ring ist aus 14-karätigem Gelbgold gefertigt und der Edelstein in diesem Ring ist ein synthetischer Spinell. Die größten Probleme mit diesem Ring sind zum einen die verformte Ringschiene, dann eine Vergrößerungsleiste am unteren Rand des Ringes von einer vorherigen Vergrößerung und letztlich der Edelstein, der ersetzt werden muss, da er nicht mehr zu retten ist. Dieser Ring ist vielleicht nur $100 wert, aber wenn wir damit fertig sind, könnte er für etwa $4,000 bis $5,000 verkauft werden. Das Erste, was ich bei jeder Restaurierung mache, ist, alle Edelsteine zu entfernen, die nicht mehr zu retten sind. Auf der Unterseite dieses Steins war ein großer Teil abgebrochen. Ich entferne die Vergrößerungsleiste, denn oftmals wurden Größenänderungen, besonders bei Vintage- und Antikschmuck, eher schlecht gemacht. Ich benutze diese Juweliersäge, um die Vergrößerungsleiste auszuschneiden, anstatt sie zu entlöten. Denn ich hatte Schwierigkeiten, sie zu entlöten. Ich wollte das Risiko vermeiden, beim Versuch zu entlöten, aus Versehen den ganzen Ring zu schmelzen. Also habe ich entschieden, die Leiste auszuschneiden. Löten ist ein Prozess, bei dem zwei Metallstücke mit Lötzinn verbunden werden. Und dieser Lötzinn kann entweder Silber- oder Goldlötzinn sein. Wenn dieses Metallstück entfernt ist, fließt Lötzinn nur, wenn es eine perfekte Naht ist. Sobald ich die Vergrößerungsleiste herausgeschnitten habe, muss ich also die Enden feilen, damit sie perfekt parallel zueinander sind, sodass beim Schließen der Naht keine Luft dazwischen ist und der Lötzinn fließen kann. Ich hämmere die Naht zu. Ich versuche also, diese beiden Enden zusammenzuschließen. Selbst wenn der Ring nicht perfekt rund ist. Das kann später behoben werden. Hauptsache, die beiden Enden berühren sich, damit sie zusammengelötet werden können. Dann nehme ich den Ring mit an meine Lötbank und bereite ihn auf das Löten vor. Ich trage ein Flussmittel auf. Dieses verhindert, dass sich Oxide auf der Oberfläche des Rings bilden, während ich mit dem Brenner löte. Dann füge ich Goldlötzinn an der Naht hinzu, an der ich es fließen lassen möchte. Ich verwende einen 14 Karat Goldlötzinn, das ist im Prinzip eine Legierung aus Gold und Zink. Und der Zink sorgt dafür, dass das Metall bei niedriger Temperatur schmilzt. Dadurch kann der Lötzinn in die Naht fließen, die ich schließen möchte, und wird die beiden Teile dauerhaft miteinander verbinden. Dann erhitze ich das Stück gleichmäßig mit meinem Brenner, um den Lötzinn zum Schmelzen zu bringen. Die Zinken an diesem Ring sind gebrochen und abgenutzt. Sie brauchen ein wenig Verstärkung. Ich füge etwas Lötzinn auf die Zinken, um ihnen mehr Dicke zu verleihen, damit ich später im Prozess einen neuen Sitz für den Stein erstellen kann. Sobald ich mit den Zinken fertig bin, bringe ich den Ring an meinen Tisch und entferne etwas von dem überschüssigen Lötzinn im Inneren der Ringschiene. Ich verwende ein Werkzeug namens Flexschaft mit einem Silikonaufsatz, um etwas Material von der Lötnaht zu entfernen. Ich mache das, damit sich der Lötzinn nicht in die Mitte drückt, wenn ich den Ring später wieder rund hämmere. Sobald das Material größtenteils entfernt ist, hämmere ich den Ring zurück in eine runde Form. Dazu verwende ich einen Rohlederhammer und einen Stahlringstock. Der Stahlringstock ist kegelförmig, um verschiedene Ringgrößen anpassen zu können. Deswegen muss ich den Ring häufig hin und her drehen und von beiden Seiten bearbeiten, um sicherzustellen, dass die eine Seite nicht größer ist als die andere. Ich bearbeite alle Seiten des Stücks, außer dem Ringkopf, weil ich den nicht verformen möchte.
Sobald ich die Ringschiene wieder gerundet habe, beginne ich damit, einen Teil des Lötzinn von der Außenseite des Rings zu entfernen. Dafür verwende ich diese Feile. Und wenn ich mit der Handfeile fertig bin, verwende ich anschließend diese Silikonpolierscheiben mit meinem Fordham-Flex-Schaft, um einige der Kratzer zu entfernen und mit dem Prozess des Polierens zu beginnen. Wir verwenden vier verschiedene Schleifmittel, angefangen mit dem gröbsten bis hin zum ganz feinen, und erledigen damit den größten Teil der Polierarbeit auf der Außenseite. Wenn ich mit der Ringschiene außen fertig bin, poliere ich als nächstes die Innenseite des Ringes. Und ich beginne mit einer Polierpaste, die weißer Diamant genannt wird. Dies ist ein abrasives Poliermittel. Es poliert, entfernt dabei aber auch Material von der Oberfläche des Metalls. Und dann gehe ich zu einem Poliermittel namens Fabulaster über. Dieses Poliermittel enthält viele sehr kleine Tonstückchen. Das bringt einen echten Schimmer und den hochpolierten Glanz des Metalls zum Vorschein. Und wenn ich damit fertig bin, wiederhole ich den gesamten Prozess auf der Außenseite des Rings, damit der Ring wieder so richtig strahlt, wie es sein soll. Sobald ich mit dem Polieren fertig bin, bereite ich als nächstes den Stein für die Fassung vor. Ich ersetze den synthetischen Spinell durch einen Diamanten, denn die Ringfassung ist solide und groß genug, um einen schönen Verlobungsring daraus zu machen. Dieser Diamant hat 1,3 Karat. Bevor ich den Diamanten einsetze, überprüfe ich, wie die Zinken positioniert sind. Ich sorge dafür, dass sie alle gleichmäßig sind und dass sie durch das Löten jetzt gut verstärkt sind. Ich verwende Fassungsfräser und Kugelfräser, um das Material am Ringkopf auszuarbeiten, um einen perfekteren Sitz für den Diamanten zu schaffen. Sobald das erledigt ist, verwende ich etwas Wachs, um den Stein in die Ringfassung zu setzen. Und nun, wenn es gut passt, fange ich an, die Zinken umzubiegen. Ich benutze also dieses Werkzeug, die sogenannte Fasszange, um die Zinken über den Diamanten zu drücken und ihn so zu fixieren. Wir sind wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Wir freuen uns, dass wir dem Ring ein zweites Leben schenken können.